treten Menschen zeitweilig aus der zweiten Simulationsrealitätsblase, indem sie sich ob Schrecken nach Auswurf aus der ersten, aus dem ersten Urozion, aus der ersten Vesikelblase hineingeflüchtet haben, ob des unerträglichen Erschreckens, zeitweilig unter bestimmten Momentbedingungen, Drehmomentumsbedingungen heraus. So ergibt es diesen Effekt des Existenzialisierungsaugenblicks, Vergegenwärtigungsmomentes, der immer sofort gefolgt ist, beziehungsweise geht diesem Existenzialisierungsmoment dieses bereits voraus, da die Abwesenheit in Nachträglichkeit vor der Abwesenheit steht. Mit diesem bodenlosen Versinken, mit diesem ausweglosen Verschwinden, Verlorensein, mit diesem ausgesetzt werden in das vollständig ausweglose, vollständig verlorene, vollständig wieder verschwinden gemachte, vollständig nichtende Leere. Warum wird dies nur dem Schizospaltsprechwesen, nur dem Symbolmetaphernwesen zugemutet und nicht die Gnade gewährt wie dem Tier des Nichtwissens von seinem Existieren und Wiederverschwindens? Warum wird ihm nicht die Gnade gewährt, dass es sich nicht ganz klar wird und bewusst wird, dass auf diese Fragen des Entstehens von etwas und wieder verschwinden müssens von allem, dass es genau versteht, dass es das nicht verstehen wird dürfen, es keine Antwort gegeben wird darauf, sondern er in dieser Qual der Schwebe, der Aphanesis belassen wird. Der vollständigen Vergegenwärtigung seines Loses. Warum wird das nur beim Menschen inszeniert? Denn nur beim Menschen kommt es bei diesem hilflos nackten Affenwesen aufgrund des Urunfalls zu dieser Gegenkompensation, zu der Gegenkompensation aufgrund des aufgespreizten ternären Begehrens, der dann Gegenstrampelei über Erfolgreichheit. Macht man die Probe aufs Gegenteil, dann erfolgt aufgrund dieser Aussetzung in das Entsetzlichste, in das Undenkbarste, in dasjenige, das einfach nicht sein darf, aber ganz klar sein wird, auf dasjenige, was alles, was ist, wieder seines Gewesenseins beraubt. Was ist das, dass dies bezweckt wird, dass das dennoch unvermeidlich bleibt, dem authentischen Existenzempfinden schutzlos ausgeliefert zu werden?
es führt dazu, dass das ganze System insgesamt noch sensationell aberwitziger, übererfolgreicher wird. Denn es mobilisiert alle Aufmerksamkeitsspannungsenergien gemäß folgender Gegengedankenproben. Erstens führt es dazu, das Aufwachen zu bewirken. Das ist ja echt, echt. Das ist ja wirklich, wirklich. Es existiert ja wirklich. Dieses Ex, dieses da draußen, ist das Ens, ist das Sein, ist der Sens, ist der Sinn, ist der Tod. Und nicht jene Wirklichkeitsrealitätssimulation eines geschützten Vesikelblase, in der du dich in der Matrix-Vorstellung nun geflüchtet hast. Du wirst ein zweites Mal ausgeworfen in das echte, echte. Und dieses echt, echt, wirklich, wirklich, tatsächlich Daseiende, das ist zweitens Ernst. Hinausgepeitscht werden sollst du in diese Ernsthaftigkeit, die die einzige ist, die dir zur Verfügung steht, nur hier in diesem Raum, in diesen Limitationsgrenzen, in diesem abgeschlossenen Etwas, nachdem es nichts mehr gibt, in dem man dann noch handeln könnte, sondern nur jetzt kannst du drittens jene durch die Angst, Horror, Terror, Panik des Endgültigen, jene Beschleunigungen erfahren, die Zeit nicht zu vergeuden, den Kairos nicht zu verpassen, sondern am Schöpfe zu packen. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Wer zu spät kommt, kann, nachdem es endgültig zu spät ist, nichts mehr bewirken, was durch diese Beschleunigungen, diese Zugketzzwangspeitsche des Todes so hoch gespannt wird in dem Bogen des Heraklit, dessen hochgespanntes Ziel allen Lebens und aller Bögen der Tod ist, aber vor diesem muss die Aktion erfolgen. Also raff dich auf, mach dich auf die Socken und setze alles auf eine Karte. Denn viertens wird dadurch durch die Akzentuierung dieses, es geht immer gleich um alles oder nichts, es geht immer gleich um Einsetzung aller Energie. Denn die Zeitlimitation, die Sanduhr, zeigt, dass es den Abschluss gibt, dass alles, jeder Moment immer der ultimativ letztgültige ist, der einzigartigste, wonach nichts mehr geschehen kann. Also wird hier unter dem höchsten oder tiefsten Erschrecken, weil man ja da nichts mehr zu verlieren hat, was man sowieso verlieren würde, alles auf eine Karte gesetzt, alle Energie zusammengerafft, die letzten Reserven mobilisiert,
Man hat nichts mehr zu verlieren, was man nicht sowieso schon verloren hätte durch dieses Todesurteil. Also kann man alles wagen und alles versuchen. Fünftens. Nur dadurch gibt es dieses Reflexionsbewusstsein auf ein sich selbst reflektierendes Bewusstsein, dass sich die Produktergebnisse in diesen Produktionszyklen der Schönheit dessen, was übrig bleibt, vergegenwärtigt, indem es dieses Momentum des Hochrestungswettkampfs, jeder gegen jeder, alle gegen alle, jeder, der den besten Platz im Biotop sucht, den geschütztesten, den energiestoffreichsten, den lichtendsten, den windgeschütztesten, den temperaturgemäßigsten, im Anblick werden dessen, was die Milliarden von Jahren am Ende übrig geblieben haben, übrig gelassen haben, werden als zunehmende Ausfeilung von immer hochgerüsteterer, dauerhafterer Substanzmaterie, die noch leistungsstärker, noch stromlinienförmiger, noch optimierter sich herausgebildet hat, eben weil sie übrig blieb und somit den Lorbeerkranz der Schönheit auf sich setzen konnte. Sechstens. Bedingt das den Schutz jener Produktionsstätten, der Ewigkeitslokalitäten, den bevorzugten Lokalitäten, als die Trägermatrizes der Trittveränderungsimperative, als der Ort, an dem diese einzig eng geführte Rekombinatoriksleistung, auf die alles hinausläuft, in den Vitae Asine zur Diversifizierung des Schönsten, vom Übergang von aktiv-passiv zu transitiv-intransitiv, dann zu reflexiv-irreflexiv, der Begehrensstrukturen, der Begehrensattrahierungspositionierungen mit all den Konsequenzen, die daraus erfolgen, dass man im Schönen zeugen will, dass man das Schöne erzeugen will, dass man diese Wertsteigerung, diese Hochverehrung des Produktionsprozesses daraus ernst nimmt, bierernst, lebensernst. Siebtens, die Translokation des eigenen Leibs, des Abgespaltenen, auf das Dritte, auf den anderen Ort, auf das Anderswo, auf das Anderswie. Auf der Reise, die diese Limitationsgrenze nahelegt, schnell nochmal alles erblickt zu haben, was diese Weltentheaterbühne zu bieten hat. Achtens, die Hochspannung, die durch diesen endgültigen Abschluss erzeugt wird, nämlich den traumatischen Wiederholungszwang zu wiederholen und an den Ort des Verbrechens, der Wunde, der Unheilbaren, jenes Ortes zwischen organizistischem, leibhaftigen, weichfleischlichen Innerem und äußerer Hülse in seinen Pulsationen wieder zu begegnen, dem Ort von Dike und Ananke, zwischen Hades und Himmel, zwischen den Höllendurchritten und den Himmelswiederauferstehungen, nachdem der Tod
erneut zelebriert wird und dann die Wiederauferstehung und dann die kleinen Zyklen dieser Liebestodesaktionen zu wiederholen, immer zurückzukehren an den Ort, an dem das Bewusstsein entstand, was aus diesem Loch, aus diesem blutig-schleimigen Abgrund soll ich hervorgegangen sein, ausgeworfen worden sein. Und dann wurde mir noch der Boden unter den Füßen entzogen und ich ausgesetzt und ausgeworfen in die vollkommen schutzlose, hilflose Ausgeliefertheit, damit ich dann zudem diszipliniert werde durch dieses unassimilierbare Trauma, immer wieder dorthin zurückzukehren, wo der Ort der Urschuld, des Urauswurfs stattgefunden hat und der Riskluftspalt erzeugt, damit dieses unfühlbare Loch, dem noch nicht aufgehört werden kann, immer wieder aufgefüllt zu werden. Halbzeit. Es folgt noch ein bisschen mehr. Nein, nicht nur Halbzeit, sondern Drittelzeit. Pause.